Ja Leute, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 HD Part 6 müsste es sein. Das erste, was wir kurz mal machen hier, ist die Musik ein bisschen runter, weil das doch schon ziemlich laut aufgefallen ist, meiner Meinung nach. So, wir gehen nochmal kurz hier an den Verkäufer, gucken uns hier nochmal um. Gut, wir haben volle Munition und jetzt gehen wir als nächstes hier wieder in das Schiff. Weil wir da nämlich stehen geblieben sind. Okay, die Gegner könnten wir rein theoretisch nochmal mitnehmen. So. Weil gegen Bowls habe ich grundlegend nichts. So. Gehen wir hier mal rein. Und lassen uns mal hinkutschieren wieder. So, zur Laserabwehreinrichtung. Ganz klar. Und da wollten wir ja heute weitermachen. Du brauchst den Refractor, um die Abwehrstellungen der Stadt mit Energie zu versorgen. Die Laserstrahlen sind nicht von schlechten Eltern. Also schalte das Refractorfeld auf jeden Fall ein, bevor du sie berührst. Viel Glück. Okay. So. Der Refractor kann Laserstrahlen um. Wissen wir. So. Gut, ey. Fand ich jetzt aber nicht so nett. Gut, hier ist nichts mehr. Dann können wir jetzt ganz entspannt. Drücke die Quadrat. So. Okay. Oh. Das wusste ich gar nicht, dass die da auf mich zulaufen. Aber es hat trotzdem funktioniert. So. Oha, mal gucken, wie stark der wirklich ist. Der ist nicht schlecht, der Laserstrahl. So, einmal die Kisten mitnehmen. So. Und hier mal dran drehen. So, schön und gut, aber wir wollen ja hier die Waffen aufbessern. Deswegen benutzen wir die Waffen. So. Ich habe gestern auch mal wieder ein bisschen privat Ratchet & Clank 2 weitergespielt. Ich muss sagen, es ist wieder eine große Umgewöhnung ein bisschen so zu Ratchet & Clank 2, wenn man das hier erst gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz auch nicht schlimm oder so. Also Ratchet & Clank 2 ist meiner Meinung nach mit eins der besten, wenn nicht sogar das Beste überhaupt. Also Ratchet & Clank 2 wird wahrscheinlich nie für mich aus der Mode kommen. Ist einfach ein super Spiel, kann ich jedem nur empfehlen. Let's Play Projekt dazu auch auf meinem Kanal, auch abgeschlossen schon. Also wer Bock hat, kann da ja mal vorbeischauen. So. Aha. Ah, ist ja cool gemacht. Ich kann mich halt null an dieses Spiel erinnern, wie es mal war, ne? Ich habe so lange her erst gespielt, das ist unglaublich. Ratchet, irgendwo in dem Raum muss ein Spinnensymbol sein. Benutze den Strahl, um die Spinnendrohne über das Symbol zu führen und knall sie dann mit dem Laser ab. Alles klar.
Okay, das heißt, er geht jetzt dahin, wo wir... Okay. Dahin. Das ist auch ganz cool durchdacht, finde ich jetzt. Also, man soll sich erstmal sowas ausdenken. Das ist schon eine krasse Leistung. So. So ein Spiel wie Ratchet & Clank sich auszudenken, hat bestimmt ein paar Mittagspausen gedauert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Erstmal dran drehen. Ich glaube, wir passen uns jetzt doch mal kurz die Schnellauswahl an. Ich bin das ja so gewohnt von Ratchet & Clank 2 und so, dass oben der Blaster ist, dann die Mine und dann... So, und da dann ungefähr der. Haben wir hier noch mehr? Dritte Personenmodus, erste Personenmodus, erfassen Seitwärtsmodus. Okay. Ich laufe mir durchgehend seitwärts. Okay. Auch nicht schlecht. Rein theoretisch könnte ich so spielen, weil ich die ganze Zeit so spiele. So. Na gut, das ist ein bisschen bescheiden, ne? Bin jetzt hier nicht so ein Shooter-Spieler auf der PlayStation. Gehen wir nochmal zurück hier. Erste Personenmodus. Gucken wir uns den auch nochmal an. Cool gemacht ist es ja. Aber leider nicht mein Fall, weil ich bin nicht so der First-Person-Shooter auf der PS3 oder so, allgemein PlayStation. Gucken wir nochmal. So. Nehmen wir mal den wieder. Und machen das leer, so. Und als nächstes dritte Personenmodus. So ist das Beste. Alles klar. So, Refraktor. So. Eigentlich müsste er doch so funktionieren, oder? Oder müssen wir selber umlenken? Ach, wir müssen selber umlenken. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, hey, Bug. Kommen wir jetzt nicht weiter? Doch, kommen wir. So. Ah. Wie hieß er nochmal? Earl, ne? Er hieß Earl. Kriegen wir jetzt hier die Magnetstiefel oder was?
Er hieß definitiv Al. Aus Al's Robocop. So, hier haben wir nichts mehr zu tun, ne? Ne, gut. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir da hinkommen. Obwohl. Ich würde sagen, doch, wir haben noch was zu tun, weil muss hier nicht ein Strahl rein? Eigentlich. Wir gucken uns noch mal kurz da hinten um. Ja, hier oben ist noch ein Strahl. Kommt er da hin? Eigentlich haben wir jetzt hier alles gemacht. Mission lautet, repariere den Laserabwehrschild. So, das haben wir doch eigentlich jetzt gemacht. Okay, gut, das erklärt natürlich einiges. Hey, sieh an, Al. Läuft das Schild wieder? Ruhe! Ich konzentriere mich. Was? Das ist ein Quark-Videospiel. Also, bitte. Es ist ein historisch exakter, interaktiver, grafischer Roman. Wie kannst du über das Stadtschutzsystem ein Videospiel spielen? Ganz einfach. Ich habe den Sicherheitsserver mit einem 626-Hex-Matrix-Adapter umgangen, den Grafiksubprozessor umprogrammiert und... Nein, nein, ich meine... Clank, du sprichst doch die Trottelsprache. Du hast wohl eine Feedbackschleife in den Induktionsspulen deines DB3-Signalprozessors. Unmöglich! Ich habe die Prüfsumme der Signalmatrix rekursiv gecheckt. Hey, hier ist echt eine Feedbackschleife. Können wir das Videospiel ausleihen? Aber Vorsicht, es ist eine Erstausgabe. Vielleicht bringt das Quarks Gedächtnis zurück. Schild hat wieder volle Leistung. Du hast das Quark-Videospiel Nummer 1. Mensch, Leute, wir haben jetzt das Videospiel Nummer 1. Können wir uns das hier irgendwo nochmal anschauen? Geräte. Nö. Doch, hier. Dafür ist die Leiste da. 5 Videospiele gibt's. Quarks erster Einsatz an Bord eines verwunschenen Raumpiratenschiffs. Ja. Dann würde ich mal sagen, fackeln wir gar nicht lange. Zurück zum Schiff. Und dann gucken wir mal auf der Phoenix und spielen damit einmal eine Runde. Weil das interessiert mich jetzt. Sichere das Gelände ab. Hatten wir es nicht schon? Ja, Eisenschild Nummer 1, Luftangriff. Ja, die hatten wir alle schon. Aber können wir nochmal spielen, wenn wir irgendwann mal wollen, um ein paar Bulls zu bekommen. Zurück zu meinem Schiff. Wir haben noch ein paar Minütchen. So. Okay, wir haben nicht die Sturmstiefel bekommen, sondern ja, eben das Videospiel. Phoenix. Auf geht's. Bin ich mal gespannt, was es da zu spielen gibt. Ich glaube, das ist zu 2D, oder? Mich recht erinnere, so wie Terraria quasi. Von der Seite steuert man so. Und hat man die Sicht. Gut. Und schnell. Und schnell. Wenigstens einmal reinschauen in das Spiel. Wir brauchen echt die Sturmstiefel. So. Hier kannst du was lernen, Klein. So macht das ein echter Held. Na, was haben wir da jetzt? Dies sind die Abenteuer von Captain Quark, dem größten Superhelden aller Zeiten. Hey, ist das Jan? Von unserem Forscherteam, anhand von Augenzeugenberichten, wilden Gerüchten und einem wunderschönen Bleigießset,
sorgfältig rekonstruiert. In den frühen Tagen der solarianischen Wende wurde die Solana-Galaxie von einem Piraten namens Captain Blackstar terrorisiert. Ahoi! Hat noch jemand Lust auf Fischstäbchen? Obwohl in der Blüte seiner Jugend war Captain Quark bereits eine lebende Legende. Ich musste mir sie echt vom Leib halten. Aber keines seiner früheren Abenteuer hatte Quark vorbereitet auf seine Begegnung mit Blackstar und seiner Crew von... Also bist du öffentlich bloß ein Tippfehler. Das heißt Robo-Piratengeister. Das Lesen liegt dir wohl nicht so, was, Professor? Ja, nun zum interaktiven Teil von Episode 1. Wer A sagt, muss auch Heu sagen. Okay, ja, 2D-Action hier. Aber cool gemacht, sogar das haben die komplett remaked. Also... Boing! Boing! Geil. Also, ich find's cool. Echt. Du hast gerade ein offiziell lizenziertes Quark-Andenken aufgenommen. Sammel alle Andenken in allen Levels, um einen geheimen Preis zu gewinnen. Ah, stopp. Ich will auch alle einsammeln. Wie schön das glitzert, Baby. Die roten sind 10 Quark-Andenken wert. Irgendwie, ich finde das so cool. Ich find's so cool gerade. Hey, irgendwie... Oh. Naja. Hallo? Okay. Wir haben halt schon 3 Leben verloren und sind gerade mal um die erste Kurve gekommen. Aber naja. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier ein Leben verloren habe, bin ich der Meinung. So. So ein Arsch. Nein! Ah doch, geschafft. Ich dachte, wir kriegen das jetzt nicht mehr. Nein! Okay. Zu früh gefreut eben. Nein, das war's. Okay, gut. Hat sich erledigt. Ich würde sagen, wir beenden hier erstmal dieses Videospiel. Ich finde das so cool. Wir müssen das nächste Part unbedingt nochmal weiterspielen. Ich muss sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, dass dieses 2D-Videospiel so viel Spaß macht. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir das im nächsten Part nochmal weiterspielen. Und bis dahin, ciao Leute, euer Tracer.